Der sechste Spieltag der Easy Credit BBL, die im Blau spielenden Frankfurter empfangen die Heidelberger, die wieder mit voller Kapelle angereist sind, also auch die zuletzt verletzten Alex Barcelo und Oshun Oshuni mit dabei. Und den wieder genesenen Center erleben wir direkt hier mit dem ersten krachenden Highlight der Partie. Freie Bahn für den Big Man der gut aufgelegten Heidelberger, die nach ihrem tollen Saisonstart mit viel Selbstvertrauen nach Frankfurt angereist sind und den deutlich besseren Start erwischen. Zum Ende des ersten Viertels erstmal die 8-Punkte-Führung. Die erste, Enaras Tubutis hat was dagegen. Der erste Dank der Frankfurter, die aber dann auch im zweiten Viertel dem Rückstand erstmal hinterherlaufen. Malik Parsons setzt ein Zeichen mit den Punkten trotz des Fouls. Nicht so auffällig wie zuletzt in dieser Partie, aber er läutet eine starke Frankfurter Phase ein. Wieder Tubutis, ah, der hat so gute Oldschool-Moves, macht die Punkte. Und so die Frankfurter zum Ende der ersten Hälfte wieder an den Gästen dran. Michael Webbers hält dagegen für drei mit Ablauf der Shotclock. Dennoch das zweite Viertel ausgeglichen. Nadelstiche hier, Nadelstiche dort. DJ Horn von außen erfolgreich. Die Heidelberger ohnehin extrem treffsicher von außen in dieser Partie. Der letzte Punch gehört aber Garay Zip in der ersten Hälfte. 15 Punkte, Career High vom Guard. So zur Halbzeitpause. 39:43 der Spielstand aus Frankfurter Sicht. Aber die Heidelberger haben sich in der Kabine offensichtlich einiges vorgenommen bei der Halbzeitansprache. Vor allen Dingen einer. DJ Horn dreht richtig auf im dritten Viertel. Eine ganz starke Phase der Heidelberger. Hier Horn mit dem Anspiel auf Šerić in dieser Phase. Unstoppable trifft alles 14 Punkte von ihm insgesamt in der Partie. Aber Horn ist der Mann jetzt bei den Heidelbergern. Der auftritt. 14 seiner insgesamt 17 Punkte machte er allein im dritten Viertel. Ein 20:1 Lauf für die Gäste. Auch Ryan Meixel legt nach 11 Punkte, 8 Assists. Wieder mal starkes Allrounder-Spiel vom Kopf der Heidelberger Mannschaft. Und im letzten Viertel dreht dann Alex Barcelo auf. Insgesamt die Heidelberger mit 17 Treffern bei 29 Dreierversuchen eine Quote von über 50% von außen. Dazu dieser Drive dann immer wieder von Michael Webbers. Und so im Stile einer Playoff-Mannschaft. Heidelberg-Dominante sind nur noch einzelne Nadelstiche, die die Frankfurter setzen können. Lorenz Brennecke mal mit dem End-One. Aber ihr seht es am Spielstand. Das Spiel früh vorentschieden. Alex Barcelo, Topscorer der Partie mit exzellenter Dreierquote und am Ende 24 Punkten beim souveränen 95:72 Auswärtserfolg für die Heidelberger in Frankfurt. Für die Academics der vierte Sieg im sechsten Spiel. Mehr Social Content rund um Basketball hier bei uns bei Dein Basketball.